Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Might and Magic Teil 7. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir sind hier bei dem Tal der Hügelgräber. Da haben wir zwei, oder waren es drei Quests? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich muss nochmal nachschauen. Ich habe schon wieder vergessen. Wir haben hier eine Schatztruhe, die können wir aber nicht öffnen. Ich habe es mir aber notiert, dass da eine ist. Da werden wir später nochmal herkommen. Verschollenen Order Meditation suchen, Schwergendings und die Laterne aus den Hügelgräbern. Ach, da haben wir also doch eine Quest für die Hügelgräber. Und es scheint mehrere zu geben. Ich meine, ich würde ja davon dafür sprechen, dass es so ist. Es ist immer noch dunkel. Jetzt kommt die Sonne. So, jetzt sehen wir wenigstens wieder was. Alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal. Moment. Sinaloa. So, dankeschön. Ich verklick mich jetzt die ganze Zeit. Ich weiß auch nicht. Es kann ja nur übel werden. So, wir müssen auf jeden Fall über diese Brücke hinweggehen. Das sieht krass aus. Da bin ich mal gespannt. Da scheint man auch darüber zu kommen. Da liegt wieder was rum. Aber wir haben erstmal ein paar Gegner. Ein Glück, es sind nicht so viele Gegner hier unterwegs, habe ich jedenfalls den Eindruck. Also bei den Hobgoblins haben wir doch ein paar Gegner mehr gehabt. Daran. Okay, den Hammer. Es ist auch schade, dass die Gegner fast nie was fallen lassen hier. Moment, habe ich da nicht gesagt, da liegt was? Nichts Besonderes. Eine Zwergenaxt, okay. Nichts Besonderes, also ich finde es gar nicht mal so schlecht. Und nein, Amondel wollen wir nicht besuchen. Ja, das da oben ist wahrscheinlich wieder ein Hügelgrab. Oh, das ist relativ viel. Und da haben wir so einen Gockling. Okay, boah, der ist kein großes Problem. Die hier sind eher die Probleme. Ah, die Erscheinungen. Ich glaube, die Erscheinungen sind es, die uns magisch altern lassen können. Und unser Clary liegt schon wieder? Der ist doch gerade eben noch voll HP gewesen. Ich weiß auch nicht, was mit dem ist. Komm schon. Ja, er haut ab. Sehr gut. Ein Glück haben wir doch noch ein paar Heiltränke. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Vielleicht sollte man da doch ein bisschen Alchemie lernen. Stimmt, das hab ich ganz vergessen nachzuschauen, wie das mit Alchemie ist. Wer das am besten von uns lernen sollte. Aber bisher hatten wir auch das Problem, noch nicht das Problem. Na ja, gut. Wow. Da ist nochmal eine Schatztruhe. Kann ich mir aber vorstellen, dass die wieder problematisch sein wird. Wir werden es gleich sehen. Sobald wir die Gegner hier erledigt haben. Katze. Und nee, noch nicht tot. Nur ein Katze.
Ja, nach dem Kampf muss ich echt mal schauen, ob unsere Leute wieder so extrem gealtert sind oder nicht. Der Clary sollte sich immer selber heilen. Man kann sagen, der Clary ist es gerade hier der Tank. Ich meine, immerhin trägt er auch Kette. Er ist im Moment einer unserer besten Gerüsteten, glaube ich. Ah, und Magie geht hier auch aus. Na komm schon. Okay. Halt, die Truhe wollten wir ja noch anschauen. Okay, gespeichert und... Jawohl, das geht. Handschuhe plus 6, das können wir gleich mal schauen. Da hatten wir, glaube ich, jemanden, wo... Oh, Tagebuch, okay. Lederrüstung. Oh, plus 4 Intellekt noch. Perfekt für Sinaloa, hätte ich gesagt, oder? Andererseits, nee, sie hat ja plus 10 Rüstung. Was ist jetzt hier wichtiger? Plus 6 und Intellekt 4? Oder lieber mehr Rüstung? Ja, das ist eine gute Frage. Das muss ich mir noch überlegen. So. Tagebuch 11. Dezember. Tagebuch Eintrag 11. Dezember 1059. Möge die Sonne die Dunkelheit verbannen und die Wahrheit enthüllen. Wir haben das Hügelhand... Das Hügelland erreicht, aber... Alles ist anders. Geister und Gox haben die Gegend übernommen. Bruder Pat Peter wurde in der Nacht von irgendetwas geholt. Die Hügelgräber haben mit ihrem Bösen die Umgebung verseucht. Bruder Christian und ich werden versuchen, es bis in ein großes Haus im Osten dieser Gegend zu schaffen, von dem ich zufällig weiß. Er und ich sind die einzigen übrigen. Möge die Sonne unseren Weg erhellen. So. Wieso hast du nicht mehr... Da habe ich wahrscheinlich auch wieder gespeichert gehabt, nochmal neu geladen gehabt und das Ding nicht mehr in der Inventar gehabt, okay. Ah. Nichts Besonderes. Ein Zweihänder. Ja, das kann alles eigentlich verkauft werden. Hoppla. Was soll das denn? Monsterkunde plus 3? Nee, nichts so, nichts da. Das verkaufen wir nicht. Ausweichen 1. Brauchen wir eigentlich nicht. Ausweichen bringt nur was, wenn man nicht, wenn man kein Ding hat. Keine Rüstung anhat. Von daher, das bringt nicht wirklich was. So, du kriegst das hier an. Damit müsstest du auf Monsterkunde. Hä? Ja, 7 sein eigentlich. Ob das was bringt? Ich habe keine Ahnung. Schauen wir uns erstmal an, was das da für ein Haus ist, hätte ich gesagt. Beziehungsweise wir gehen nochmal ganz kurz hier rüber. Nehmen noch das hier mit, eine Reagenzia. Und da geht's zur Bracada-Wüste. Okay, immerhin ein neuer Ort, den wir jetzt da haben. Auch nicht schlecht. Dann schauen wir mal das Haus. Was haben wir denn da für ein Haus? Geisterhaus. Diese alte Bruchbude, einst ein stattliches Landhaus, ist schon lange von den ursprünglichen Besitzern verlassen. Diejenigen Bewohner scheinen sich nicht besonders um das Haus zu kümmern. Ich glaube, das ist auch ein Dungeon. Das sollten wir vielleicht auch erstmal links liegen lassen. Dann gehen wir mal da oben hin. Da haben wir noch was. Und danach hier Süden. So, über die Brücke gehen wir, wenn wir im Süden fertig sind. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass das doch zu was Besonderem führt. Ich bin ja echt mal auf diese Stadt der Zwerge gespannt. Ich denke, die wird ja wahrscheinlich hoppla, unterirdisch sein. Würde mich jedenfalls nicht wundern. Und vielleicht finden wir da endlich was, wo wir auch richtig trainieren können. Oh,
Ach. Au! An das muss ich mich erst gewöhnen, dass die hier komplett auf unsere Dings gehen. Ängstlich. Hatten wir nicht irgendwas mit Angstteilen sogar? Ich muss mal ganz kurz schauen. Nee, das war Leben erspüren und Segen. Und das... Ach, das war nur Schwäche. Okay, das war gar was anderes. Schade. Und warum hier so viel Geld und Ausrüstungsgegenstände liegen? Gute Frage. So, jetzt schauen wir mal da hoch. Ich schätze mal, das wird ein weiteres Hügelgrab sein. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Wenn man da überhaupt hochkommt. Ah, kommt man da gar nicht hoch? Nein. Nein, immer noch nicht. Nee, auch hier. Ich dachte, ich muss nochmal überrunden, weil das sah aus, wenn es da hochgehen würde. Okay, da brauchen wir wahrscheinlich dann Fliegen oder sowas, den Zauber. Es könnte vielleicht dieser Ort sein, den wir suchen müssten für den Mönch. Ja, das ist ja blöd, wenn wir da tatsächlich Fliegen bräuchten, um da hochzukommen. Aber ich sehe keinen anderen Weg. Ha. Das nenne ich mal blöd. Und was ist das da oben? Ah nee, das ist das Haus von da. Ja, auf den Hügel komm mal hoch. Ist da vielleicht irgendwas Interessantes noch da oben? Nee. Nee, es könnte doch ein Hügelgrab sein. Könnte vielleicht doch ein Hügelgrab sein. Naja, gut. Dann lass uns mal nach Süden gehen. So. Oh, Moment. Da sollten wir nochmal das hier machen. Ja, ich glaube, Luft, so oft wie ich den Zauber benutze, sollte man tatsächlich Luft steigern. Oder versuchen, auf Experte zu bringen. Wobei, da habe ich auch noch nichts gesehen gehabt, dass wir den irgendwie auf Experte bringen können. Guck mal, da haben wir auch Häuser da drüben. Aber so kommen wir nicht weiter. Wir müssen über diesen Hügel gehen. Ob die Geister hier übers Wasser fliegen können? Ah, okay. Können sie. Da wir noch keinen Wasserlauf haben, kommen wir noch nicht rüber. Ja, es gibt so viele Fähigkeiten, wo ich gerne steigern würde. Wasserlauf müssen wir wahrscheinlich auch bei Wasser erstmal Experte sein oder sowas. Ich weiß es jetzt im Moment gar nicht. Und Katze. Wie sieht's eigentlich aus? Langt immer noch, leider immer noch nicht. Aber wir kommen der Sache näher für einen neuen Rang. Okay, wir müssen da hoch. Frag mich, ob wir auch da wieder runterkommen. Naja, wir werden's sehen. Wenn nicht, müssen wir nochmal wiederkommen, sobald wir Wasserlauf haben. Oder fliegen können. Aber erst einmal geht's hier jetzt hoch. Moment, da geht's noch nicht hoch. Da geht's hoch. Ja, ich hätte gesagt, das ist eindeutig noch so ein Hügelgrab. Ich hoffe, ich habe einmal zu viel gedrückt. Ich hoffe, das war... Ah, gut. Hat doch gelangt. Ich hatte ja schon befürchtet, dass unser Kleriker gleich wieder... Oh, Hilfe! ...stirbt.
hat aber zum Glück noch gelangt. So, dann können wir mal hier über die Brücke gehen. Aber natürlich auch erstmal noch ein paar Gegner. Ein Glück haben wir sowas wie Bogen. Also Fernkampf ist hier in diesem Spiel, genau wie im sechsten Teil, Gold wert. Das werde ich auch gerne auf Experte... Das werde ich auch gerne sehr schnell auf Experte hochbringen, glaube ich. Dass es zumindest auf Experte ist. Wobei, wir haben ja schon überall, glaube ich, 4 drauf. Das heißt, es müsste eigentlich gehen. Wir brauchen nur den Lehrer und das Geld. So. Haben wir dich gleich? Ja. Okay. Ja, das nenne ich mal eine ziemlich geile Brücke hier. Oh, guck mal das an. Ob das vielleicht die Stadt ist, die wir gerade suchen? Ja, das ist eine gute Frage. Na, wir werden sehen. Wir werden sehen. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Dann könnte man da drin wahrscheinlich übernachten. Sachen verkaufen. Und hoffentlich so eine oder zwei Sachen lernen noch. Schlecht wäre das jedenfalls nicht. Ja, es sieht auf jeden Fall nach was Größerem aus. Wow, 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 wow. Ja, da kommen wir nicht runter. Ja, die sind ganz unten hier. Da ist wieder ein Obelisk, habe ich gesehen. Und hier geht's wahrscheinlich runter. Wow, wow, wow. Ich glaube nicht, dass die hier hochkommen. Außer, dass das natürlich jetzt alles verlangsamt, weil die ja auch auf uns losgehen. Ja, das verlangsamt gerade alles ziemlich. Oh Mann, oh Mann. Diese Schatten, die lieben unseren Kleriker, aber sowas von abgöttisch. Sinaloa hat leider auch keine Magie mehr, um was zu machen. Aber wenigstens kann der Kleriker sich noch ein bisschen heilen. Wenn ich nicht aus Versehen zu schnell drück. Okay, hat noch gelangt. Könnte sein, dass das Ding ist, das wir suchen. Es wäre gar nicht mal so schlecht, dann könnte man ja gleich mal reingehen, aber ja, ich bin echt gespannt. Hallo, treffen unsere Leute nicht mehr? Solange wir sie mit denen rummachen. Ist aber alles noch ganz, oder? Ja, ist alles noch ganz. Also mit Fernkampf treffen sie besser, habe ich den Eindruck, als im Nahkampf. Okay, den Hammer. Die Gegner hier nerven. Ja, die Gegner hier nerven extrem. Bis wir da mal rankommen. Aber ich will halt jetzt nicht da runterspringen, weil dann habe ich das Gefühl, oder besser gesagt, die Befürchtung, dass ich nicht mehr hochkomme. Und das wäre ja extrem blöd. So, willst du nicht hierher kommen, dass ich dich auch noch looten kann? Okay, so. Dann kann ich dich wenigstens nämlich noch lootern. Du
Wobei, so nah wollte ich eigentlich nicht, dass du kommst. Hat sich sogar gelohnt. So, was? Steinstadt, das ist es. Säule der Geistesresistenz. Cool. Haben wir hier hinten noch irgendetwas Feines? Nee. Nee, da ist nichts mehr. Okay, und das hier ist Feuerresistenz. Auch nicht schlecht. Und wenn wir hier reingehen? Steinstadt ist eine der großen Bastionen der Zwergenrasse in unserer Welt. Das Haupttor sieht sehr sicher aus. Und jetzt ist das Spiel abgestürzt? Ha! Jetzt ist das Spiel abgestürzt. Ich glaub's ja wohl nicht. Ja, nervig. Okay, dann machen wir hier mal eine etwas kürzere Folge. Ich schau mal, dass ich die Gegner hier nochmal besieg. Und dann sehen wir uns quasi direkt vom Eingang nochmal. Dass hier jetzt das Spiel abgestürzt ist, das ist schon irgendwie nervig. Na gut. Was soll's. Dann bis gleich, bis zur nächsten Folge. Macht's gut und tschüss.